To be or not to be? That's the question. Hallo zusammen und herzlich. Ist es besser so von der Licht her? So? Nee. So, oder? So? Nein. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Channel. Es freut mich sehr, euch hier zu sehen. Und ja, wie auch üblich für diesen Channel, lade ich euch herzlich ein, mit mir einen kleinen Spaziergang zu machen in diesem schönen Wald, in den schönen Bergen und über ein ganz konkretes Thema zu sprechen. Und dieses Thema ist Entscheidungen. Es gibt bestimmt sehr viele Tipps und Tricks zum Thema, wie man wichtige Entscheidungen im Leben trifft, vielleicht sogar wissenschaftliche oder psychologische Methoden. Ich würde hier mit euch nur ein paar Beispiele davon mitteilen. Diese Beispiele sind meine persönliche Lieblingsmethode und sie haben mir schon mehrmals geholfen, in meinem Leben wichtige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht hilft es euch auch. Let's go! Ich habe ein bisschen recherchiert. Laut einer deutschen Hirnforscher trifft man pro Tag rund 20.000 Entscheidungen. Könnt ihr das euch vorstellen? 20.000 Entscheidungen pro Tag. Ich kann es nicht vorstellen. Vielleicht ist diese Zahl ein bisschen übertrieben. Oder vielleicht sind unsere Entscheidungen so unbewusst, dass wir das einfach nicht merken. Das kann ich auch ganz gut glauben, weil wir überlegen uns nicht ewig, okay, was soll ich heute essen oder was soll ich mich heute anziehen, obwohl ich überlege manchmal das richtig, richtig lang. Aber generell sind natürlich sehr viele Entscheidungen unbewusst und sehr viel abhängig davon, wie man diese Entscheidungen trifft. Man kann natürlich gute Entscheidungen treffen, man kann auch nicht gute Entscheidungen treffen. Aber gleichzeitig sagt man, dass man eigentlich keine schlechte Entscheidung trifft, weil jedes Mal trifft man eine und die beste Entscheidung für sein Leben, für diesen konkreten Moment, weil man wünscht für sich eigentlich normalerweise nur Glück. Es gibt diese riesen Palette von unseren Entscheidungen im Leben. Anfangen von dieser klitzekleinen Entscheidung, die jetzt den nächsten Schritt bestimmt. Okay, mache ich jetzt mit diesem Schritt hier oder hier? Esse ich jetzt vielleicht eine schöne, etwas Gesundes oder vielleicht nicht Gesundes? Gehe ich jetzt Sport machen oder liege ich lieber im Bett? Gut, das ist vielleicht auch etwas Langfristiges. Und es gibt natürlich etwas, was sehr große Konsequenzen mit sich zieht in die Zukunft. Insbesondere, wenn es nicht nur um eigenes Leben geht, sondern vielleicht auch um das Leben anderen Menschen. Ich kann euch ein von meinen Beispielen erzählen. Es war in 2011, als ich meinen Traumjob angefangen habe. Und das war wirklich ein Job, eine Firma, die ich immer gewünscht und dann hatte ich das. Und gleichzeitig habe ich mehrere Angebote von deutschen Unis bekommen. So in Motto, komm und studiere. Das war richtig hart, weil noch nicht mal ein halbes Jahr in meinem Traumjob. Und da musste ich aber schnell entscheiden, okay, ziehe ich nach Deutschland oder bleibe ich in Russland. Noch schwieriger war, dass ich eigentlich meinem Manager im Vorstellungsgespräch versprochen habe, dass ich so in einem halben Jahr den Job nicht verlasse. Und das war so ein Wunsch, ein richtig starker Wunsch, weil ich wollte schon immer nach Deutschland und natürlich nächstes Jahr wusste ich nicht, ob ich überhaupt angenommen werde oder nicht. Ich konnte einfach das nicht sagen. Was mache ich? Ich wollte beides, aber beides ging nicht. Was habe ich zum Erst gemacht? Was raten alle, wirklich alle, wenn es sogar um kleine Entscheidungen geht? Man muss eine Nacht darüber schlafen. So habe ich gemacht. Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann eine andere Nacht und dann noch eine dritte Nacht geschlafen und glaube ich mehrere Nächte habe ich geschlafen und es hat leider wirklich nicht geholfen. Die zweite Sache, was ich gemacht habe und was kann man natürlich auch machen und das raten auch sehr viele, man muss einfach die Situation loslassen. Einfach loslassen. Dann löst sich vielleicht die Situation von alleine oder da kommt die Erscheinung und man weiß dann die Lösung. Das habe ich auch gemacht.
Zum Glück hatte ich mehr als einen Monat zum Entscheiden. Es war 3 Monate ungefähr. Und habe ich mehrere Wochen einfach losgelassen und habe darüber gar nicht nachgedacht. Und dann habe ich angefangen, in einer gewissen Panik zu sein, weil die Situation ist knapp, die Zeit ist knapp, die Entscheidung muss her. Dann war noch eines, meine Mama hat mich in diesen Zeiten regelmäßig überwacht und es hat ihr wirklich leid getan, mich in solche Sorgen und solche Überlegungen zu sehen. Sie konnte nichts machen, außer zu sagen, Marina, irgendwo im Tiefsten weißt du ganz genau schon jetzt, was du machen musst. Und dann habe ich nach diesem Tiefstens gesucht und gesucht und gesucht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich weiß nicht im Tiefstens, ich weiß nicht am Flachstens, ich weiß es einfach nicht. Die nächste Methode war, die Nachteile und Vorteile sehr, sehr detailliert aufzuschreiben. Das war richtig gut, allerdings hatte auch nicht geholfen. Aber jetzt noch ein bisschen über diese Methode. Der Sinn ist einfach, dass man für jede Lösung sehr systematisch überlegt, warum ist eine Lösung gut und warum ist gleiche Lösung schlecht. Und das ist auch die Chance, für sich die Zeit zu nehmen und über jede Lösung nachzudenken bzw. jede Lösung von jeder Seite anzuschauen. Und man kann dann auch Plusse und Minus einfach zählen. Das ist auch dann ganz einfach. Der Nachteil dieser Methode ist, dass diese Methode ziemlich rational ist. Das heißt, ich kann zwar Nachteile und Vorteile jeder Lösung aufschreiben, das bringt mir manchmal aber nicht wirklich eine Beruhigung, weil irgendwo innerlich stimmt es mit meinem Bauchgefühl nicht überein. Dieses Bauchgefühl ist ziemlich eine fiese Sache. Ich weiß nicht genau, was dieses Bauchgefühl ist. Vielleicht lernen wir das in meinem nächsten Video. Auf jeden Fall, man kann 20 Plusen haben, beziehungsweise man kann 20 Punkten haben, warum diese Lösung gut ist. Und man kann eine Minus haben, warum diese Lösung irgendwie nicht passt, ganz auf rationalen Ebene. Allerdings diese fiese Bauchgefühl, die kann sagen, mag nicht. Wenn man in diese Vorteil-Nachteil-Liste, diese Bauchgefühl auch anfließen kann, das ist gut. Allerdings habe ich damals das nicht gemacht. Und man kann das wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Ebene machen. Man kann sehr rational entscheiden und man kann auch das mixen. Auf alle Fälle, über die letzte Entscheidung, die mir damals so richtig geholfen hat und richtig auf den Weg gebracht hat, war ganz simpel. Vielleicht ist es etwas gruselig, vielleicht ist es etwas Komisches. Diese Methode kam von einem bekannten russischen Autor, Schriftsteller Leo Tolstoi. Und diese Methode lautet, stell dir vor, dass du morgen stirbst. Wie auch gruselig das nicht klingt, aber das hat mir tatsächlich geholfen, das Wichtigste für mich zu realisieren. Und damals ist mir dann sofort klar geworden, was ich machen muss. Das ist irgendwie meine Verpflichtung, das, was ich für mich für das Wichtigste halte. Und ich habe mich einfach damals entschieden, dass ich meine Prinzipien nicht verstoßen. Ich habe dann tatsächlich für einen ganzen weiten Jahr arbeiten geblieben. Vielleicht hat es was mit dem Bauchgefühl zu tun, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, vielleicht wäre es auch was für euch. Obwohl, es gibt natürlich irgendwas Fröhlicheres, irgendwelche fröhliche Methode, die mir noch nicht bekannt sind. Noch nicht. Ich arbeite an meinem Bauchgefühl. Genau, so war das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auch sehr interessant, was eure Lieblingsentscheidungsmethoden sind. Gibt es etwas, was euch richtig hilft auf eurem Weg? Und teilt es auch mit. Es würde mich, wie gesagt, super freuen, von euch zu hören. Bleibt gesund, habt alles Bestes und bis zum nächsten Mal. Tschüss!